Hallo Gaia, hallo Julia, herzlich willkommen bei uns in der Sendung Tango on Air. Euer Film Der Tango ohne Umarmung wird demnächst zu sehen sein. Eine Dokumentation über Tango in Corona-Zeiten zu drehen, erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, da es in den letzten Monaten ja keine Milongas, keine Tango-Kurse etc. gab. Ihr habt es trotzdem gemacht. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit und wie entstand die Idee zum Film? Von meiner Seite hat dann angefangen, ein bisschen diese Unruhegefühle und diese Wahrnehmung, dass etwas stimmt gar nicht. Sagen wir so, gegen Juni oder Mai, Juni 2020. Jetzt bin ich wieder mit Jahren. Und dann aber langsam hat sich entwickelt beim Reden zusammen auch die Tatsache, dass man muss erzählen, was passiert, was war und sich fragen, was wird. Ja, genau. Und so ganz anfänglich fing es natürlich an, also beziehungsweise haben wir uns kennengelernt, natürlich in der Tango-Szene. Und dann ist irgendwann Gaia mit Barschak auf mich zugekommen in einem Frauentechnikfilm. Da haben wir zusammen das erste Mal gearbeitet, so Ah, einen das kleinen war's. Imagefilm gemacht. Da haben wir uns schon mal auf der filmischen Ebene kennengelernt. Danach gab es mit Gaio und Leandro auch noch einen kleinen Imagefilm. Und diese Szenen sind auch alle im Film zu sehen. So viele Bilder habe ich ja dann auch nicht gehabt vorher. Genau, und dann haben die beiden auch immer unterrichtet. Wir machen so ein kleines Tango-Festival außerhalb von Berlin. Und da waren die beiden als Tanzlehrer dabei, in einem Workshop-Wochenende. Wir haben uns kennengelernt und irgendwann kam die Idee, nochmal zusammenzuarbeiten. Aber die Idee oder beziehungsweise die Filmidee ist wirklich auf eigentlich Gaias Mist gewachsen und Gaia und Deandros Mist gewachsen, genau. Von der Idee zum Inhaltlichen. Der Film ist eine Dokumentation über den Tango in Zeiten der Pandemie. Eine Zeit, in der es vor allem um Verzicht ging und geht. Eine Zeit ohne Tänze und ohne Umarmungen. Erzählt uns über den Film. Was erwartet den Zuschauer? Und meine Hoffnungen erwarten ein bisschen Wahrnehmung und Sensibilisierung an was passiert ist, was sein könnte, wie die Sache sich ändern können, so wenn sowas passiert und was die Realität den Tango, aber würde ich sagen, grundsätzlich den Sozialtanz, wo Kontakt gibt und das auch eine Erinnerung in die Zukunft. Ich erinnere mich einmal, haben wir auch mit Julia gesagt, in ein paar Jahren vielleicht wieder auch historisch wichtig zu erinnern, was jetzt gerade passiert. Ja, also was erwartet den Zuschauer? Emotionen pur, würde ich natürlich sagen. Also einmal haben wir das ein bisschen strukturiert, dass wir gesagt haben, gut, wir zeigen erstmal, was ist denn eigentlich der Tango? Wie vielfältig ist er? Wie groß ist er? Um vielleicht auch den Nicht-Tango-Tänzer anzusprechen. Also meistens ja gar nicht bewusst, dass Berlin die zweitgrößte Tango-Metropole der Welt ist. Und das sind halt also Informationen, die laufen in dem Film mit ein. Und dann war klar, dass wir irgendwie zeigen müssen, gut, was machen denn jetzt die Tango-Tänzer oder die Lehrerinnen, wenn sie gerade nicht tanzen, also in dieser Zeit der Pandemie. Und dann war aber auch so ein bisschen so, wie kann es denn weitergehen oder was kann man denn auch Schönes oder Positives aus dieser Pandemiezeit mitnehmen oder was kann sich denn da entwickeln? So. Und das war mir auch wichtig, als ich den Film zusammengestellt habe, dass es am Ende so einen guten Ausblick hat und dass man dann nicht schwerst traumatisiert und heulend aus diesem Film rausgeht. Das spielt schon so ein bisschen mit rein in meine nächste Frage, nämlich was das Konzeptionelle angeht. In der Tango-Szene weckt ein Tango-Film naturgemäß immer gewisse Erwartungen. Was war euer Ansatz? Wollt ihr in erster Linie informieren oder wollt ihr eher einen emotionalen Einblick geben in die Gefühlswelten der Tangeras und Tangeros, die durch den Tango-Verzicht noch mehr wahrnehmen, wie existenziell wichtig der Tango für ihr Leben ist? Julia, du hast es eben schon angesprochen, Emotionalität ist euch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ganz lustig, weil das ist jetzt, glaube ich, die fünfte, sechste, siebte Version des Films, die da jetzt gerade fertiggestellt ist. Und ich hatte zeitweise wirklich zwei Filme. Der eine war so ein bisschen der informative, der wirklich so ganz viele Fakten, Fakten, Fakten geliefert hat. Und der passte dann gar nicht zu diesem emotionalen Teil dazu. Und ich habe dann aber gemerkt, dass man eigentlich über die emotionale Schiene viel mehr erreicht oder viel mehr seine Message, auch die Informationen rüberkriegt und dass die ankommen. Für mich war ein bisschen beide. Für mich ist wichtig, dass die Leute auch informiert sind über die Realität, weil diese Realität da die Emotionen auch ein bisschen, die Realität ist der Grund für die Emotionen, die kommen. Und natürlich, es gibt mehrere Unterschiede der Realität, die stattfinden gerade. Es gibt Leute, die weiter arbeiten, Leute, die nicht arbeiten.
Leute, die oft nun los sich fühlen, Leute, die positiver sind. Aber meine Frage und bleibe immer da. Es ist wirklich, dass man Corona als positiv sehen kann. Für mich, aber das ist sehr persönlich, wie meine Erfahrung war. Ich kann nicht sagen, dass ich von Corona was Positives erlebt habe. Ich kann sagen, von jeder Erfahrung, man soll das Beste dran machen. Aber für mich von Corona-Zeit gibt nichts Positives. Und natürlich, es ist auch wichtig. Und Julia bringt mich immer an der Gedanken, versuchen wir positiv zu sehen. Und das stimmt auch, man muss nicht sich weinen, ne? Über seine optimistisch sehen, die Sache, es bringt nichts. Aber für mich, es geht mehr daran, das Beste zu machen und diese schlimme Zeit mehr zu denken. Es war eine Zeit, wo ich endlich was gut gemacht habe. Das fühle ich nicht. Aber ich würde sagen, das macht der Film ja auch. Also er hat so richtige Tiefgänge und er zeigt auch wirklich so diese Einsamkeit oder dieses die Leere ohne den Tango, ohne die Umarmung, ohne die Berührung. Und was bedeutet das? Mir war das nur wichtig, dass es halt am Ende irgendwie eine Art von Leichtigkeit hat. Vielen Dank für diesen Einblick. Wir hatten in der Redaktion ja schon das Vergnügen, den Film sehen zu dürfen. Ich kann nur sagen, lohnt sich auf alle Fälle. Toller Film. Ihr plant, den Film auf YouTube zu zeigen. Könnt ihr schon sagen, wann das sein wird und ob weitere öffentliche Aufführungen geplant sind? Also technisch gesehen, wir versuchen unser Bestes, dass so bald wie möglich auf YouTube steht. Und pragmatisch gesehen, die Hoffnung ist, in viele Orte zu zeigen, an verschiedene Events, die können offizielle Events mit, wo auch getanzt wird oder auch nur Veranstaltungen, wo Video gezeigt werden. Also wir suchen alle Möglichkeiten. Und wenn ihr Idee habt, bitte schreibt uns, oder? Ja, genau. Ja, Tango-Festivals oder Festivals überhaupt. Es gab auch eine Idee, das irgendwie anzubieten an Fernsehanstalten. Das ist natürlich auch total schwierig, wenn man das, also die Fernsehanstalt vorher nicht mit ins Boot holt. Vielen herzlichen Dank. Also wenn jemand Ideen hat und den Film zeigen möchte als Veranstalter etc., gerne an Julia und Gaia wenden. An euch beiden herzlichen Dank für das Interview. Viel Erfolg für den Film, den wir in Kürze sehen dürfen. Und alles Gute euch beiden. Vielen Dank. Dankeschön, euch auch. Danke. Einen schönen Sonntag noch. Tschüss.